Die Märkte warten auf das Protokoll der letzten FED-Sitzung, als die US-Notenbank die Zinsen um weitere 0,5% angehoben hatte und das trotz offenkundig irgendwie, zumindest auf Vorjahresvergleich, rückläufiger Inflation. Was ist da los? In diesem Markeflüster will ich sprechen über Versager, vor allem aus den Notenbanken, über Ideologie und über Religion und dass all diese Dinge miteinander zu tun haben. Das hoffentlich werden Sie nach diesem Video ein bisschen verstehen, aber gehen wir gleich mal in die ganze Geschichte rein. Starten wir zunächst mal mit einem Blick auf Europa und da fallen unsere Blicke natürlich dann sofort auf die wunderbare Madame Inflation Lagarde, die sich im Dezember 2021, also vor knapp über einem Jahr, hingestellt hat und gesagt hat, nee, also in 2022, da werden wir die Zinsen nicht anheben. Und da lag die Erzeugerpreisinflation bereits bei 26,4%. Also stellt sich eine Notenbankerin hin und sagt, bei 26,4% Erzeugerpreisen, also Kosten für die Unternehmen, die sie früher oder später weitergeben müssen. Wir werden die Zinsen nicht anheben, die Inflation, die ist transitory, die ist doch nur vorübergehend. Das ist in etwa auf dem intellektuellen Niveau eines Mathematikers, der das einmal eins nicht beherrscht. Wir sehen also, dass hier absolute Inkompetenz herrscht, Ideologie herrschte, weil man eben keine Zinsen anheben wollte, weil das unbequem ist und eben die eigentliche Fiskalisierung des Euros irgendwie stören würde. Und es war ja nicht nur Frau Lagarde, es waren die anderen ja auch eine Frau Schnabel, die sicherlich ein anderes Potenzial hat als Frau Lagarde, zumindest in Sachen Wirtschaft und ökonomischen Zusammenhängen, die hat es sehr ähnlich gesehen. Also hier begann das Desaster, die Fed hat auch viel zu lange gepennt, um dann aber wenigstens umzusteuern. Blicken wir nochmal auf die EZB, also Lagarde gesagt, nee, wir werden die Zinsen nicht anheben. Jetzt sagt sie, wir müssen weitere große Schritte machen, um die Inflation zu bekämpfen. So schnell ändern sich die Zeiten, hat ja keiner wissen können, hat ja niemand kommen sehen. Und letztes Jahr sagte sie noch, also oder vor kurzem sogar, im letzten Jahr sagte sie noch, also wir sehen keine Rezession kommen. Jetzt sagt sie, wir sehen so maximale milde Rezession kommen. Wir werden sehen, was passiert. Sven Henrik spricht über diese toxische Inkompetenz, Missguidance und letztendlich diese absolute desaströse Performance solcher Leute. Nicht zufällig eine Politikerin als Chefin der EZB, ein ehemaliger EZB-Chef, dann ein Politiker, das sagt letztendlich schon alles. Da stellt sich eben die Frage nach Kompetenz. Frau Lagarde muss bekanntlich ja immer, wenn sie Statements abgibt, bei der Pressekonferenz schön vom Teleprompter ablesen. Und jetzt ist diese EZB in der Situation, dass sie ihre Bilanzsumme mal eben um 30 Milliarden gesenkt hat in relativ kurzer Zeit. Bums macht es, der DAX steigt trotzdem. Ob das lange noch so sein wird, muss man sehen. Aber auf jeden Fall jetzt die EZB im Panikmodus. Ein EZB-Mitglied, ein EZB-Direktor sogar, hat gestern gesagt, dass wir werden mindestens noch zweimal die Zinsen um 0,5% anheben. Was macht die US-Notenbank Fed? Hier schon mal eine Voraussicht auf das, was da heute wahrscheinlich kommen wird. Wir sind nicht dovish, wir werden keinen Pivot machen. Die Risiken für die Inflation bleiben auf der Oberseite. Wir werden so lange die Geldpolitik straffen, bis wir substanzielle Fortschritte bei der Inflation sehen. Ja, es gab einigen oder leichten Dissens über das weitere Vorgehen, wie streng man sozusagen vorgehen will. Hier ein anderer Twitter-Kommentar, der sagt, was die Leute aber daraus machen, ist, hier Inflation ist bald praktisch erledigt. Pivot is coming soon, buy the dip, all time highs ahead, stimmy, stimmy, stimmy. Das war zumindest einmal der Fall zuletzt, als Jerome Powell beim Brookings-Institut gesprochen hat. Da hat man sich genau das rausgesucht, was man hören wollte und alles andere geflissentlich überhört. Wenn man sich einen Wendehals par excellence, nämlich den Agassi für die Allerärmsten, das ist Neil Kashkari von der Minneapolis Fed, mal anschaut, der früher absolut dovish war, auch keine Inflation sehen wollte, auch immer gesagt hat, nein, Zinsen müssen wir nie anheben, der jetzt eine sehr starke hawkische Haltung einnimmt, also sagt, wir müssen die Zinsen anheben. Der hat heute gesagt, ja, wir müssen die Zinsen auf 5,4% anheben.
Die Frage ist nur, ist Kashgari da in der Mehrheit oder ist er doch eher im hawkischen Spektrum inzwischen angelangt? Wenn er so etwas sagt, wir werden es dann wissen, zumindest werden wir Andeutungen erfahren aus dem FOMC-Protokoll. Heute hatten wir schon wichtige Wirtschaftsdaten, ISM-Index und vor allem die JOLTS, auf die sich Jerome Powell ja immer beruft, weil er sagt, naja, der Arbeitsmarkt, der ist zu stark, dadurch haben wir Lohnpreisdynamiken, die dann letztendlich wieder inflationär sind. Also müssen wir eben eine rigide Geldpolitik, nicht Arbeitspolitik machen. Was wird mit den Märkten passieren nach diesem FOMC-Protokoll? Nur ein kurzer Einschub. Wir sind in dieser Range beim S&P zwischen 3.800 und 3.900 Punkten. Ein Ausbruch dürfte dann einige Bewegungen bringen. Ich sagte schon, ich rechne kurzfristig eher mit steigenden Kursen. Mal sehen, ob ich recht habe. Wenn nicht, bitte ich um pünktliche Steinigung. Er hat gesagt, Long. Und dann zack, wer recht hat, wirft dann bitte schon den ersten Stein. Aber kommen wir nochmal zurück zu die JOLTS, meine Damen und Herren. Die waren überraschend besser. 10,5 Millionen Stellen, prima Daumen, offene Stellen, angebotene Stellen statt 10,0 Millionen. Das ist doch wieder erstaunlich gewesen. Die JOLTS sind gestiegen seit dem Vormonat. Das ist eine Überraschung gewesen. Hat man eigentlich gedacht, okay, das werde rückläufig sein. Aber das liegt vor allem daran, und das ist das nächste Mysterium, und die Statistiken in Sachen Arbeitsmarkt in den USA, gerade bei den Non-Farm Payrolls, die am Freitag veröffentlicht werden, die sind voller Wunder, muss man sagen. Die Fed selbst hat nämlich in Gestalt der Philadelphia Fed gesagt, also wenn es nach uns geht, sind gar keine Jobs geschaffen worden zwischen März und Juni 2022. Dagegen haben die offiziellen Arbeitsmarktdaten vom Bureau of Labor Statistics über 1,1 Millionen Jobs gezeigt. Aber hier nochmal zurück zu den JOLTS. Hier sehen wir, dass offenkundig mehr Quits sind, also mehr Leute, die ihren Job kündigen, als eigentlich eingestellt werden. Und deswegen steigt die Zahl offener Jobs. Auch das ist eigentlich kaum zu glauben, was da passiert, wenn es denn der Fall ist. So oder so, wir sehen die Einschläge vor allem im Tech-Sektor ja schon seit längerer Zeit. Es werden im Tech-Sektor deutlich, deutlich mehr Leute entlassen als auf dem Tiefpunkt der Corona-Krise, könnte man sagen. Jetzt Salesforce, eine wirklich bedeutende Tech-Firma, wird 10% seiner Mitarbeiter entlassen und sagt, wir haben zu viele Leute engagiert und kommen jetzt in diesen Economic Downturn, kommen jetzt also in diesen wirtschaftlichen Abschwung. Und wenn wir jetzt mal zum ISM-Index kommen, der mit 48,4 unterhalb der Wachstumsschwelle ist, also Schrumpfung könnte man sagen. Und wenn wir uns hier vor allem diese wichtige Preiskomponente anschauen, dann sehen wir, die Kennzahl hier, die fällt seit März 2022 Monat für Monat, jeder Monat jetzt rückläufig. Jetzt sind wir bei 39,4. Wir sind jetzt seit 3 Monaten in Folge unter 50. Das heißt, die Preise fallen seit 3 Monaten. Eigentlich also scheint diese Geschichte mit der Inflation schon ein bisschen gegessen zu sein. Und wenn wir ALF einmal folgen und hier eben diese ISM-Preise, die bezahlten Preise uns mal anschauen und das mit der Inflation abgleichen, diese bezahlten Preise haben meistens eine Vorlaufwirkung, dann dürften wir Ende diesen Jahres, also Ende 2023, sogar vielleicht unter 2% in der Headline-Inflation sein. Aber es gibt eben noch diesen ganzen Service-Sektor und die Core-Inflation, also ohne Nahrung und Energie. Und in diesem Service-Sektor, dazu zählt auch Housing, also der US-Hausmarkt, der jetzt nicht mehr das große Problem ist. Der Arbeitsmarkt ist sozusagen der Last Man Standing, könnte man sagen. Also der letzte gesunde Sektor, der sich da irgendwie noch zeigt, oder der letzte voll Kraft strotzende Sektor, könnte man sagen. Aber auch das dürfte eben perspektivisch nicht mehr lange anhalten. Neil Kashkari, einer meiner Lieblingsnotenbanker, der schon immer für eine besondere Realitätsverweigerung bekannt war und dementsprechend für mich so einer der Top-Kandidaten für Notenbankversager an sich ist, der sagt jetzt, also wir müssen erstmal die Zinsen auf 5,4% anheben. Und da fragen sich Spötter natürlich, okay,
Jemand, der mit seinen Prognosen, vor allem zur Inflation, so falsch lag, jetzt, warum soll er ausgerechnet diesmal mit seiner Zinsprognose von 5,4% richtig liegen? Und er sagt, ja, wir haben ja klare Belege, dass die Inflation gepickt hat. Das ist ja gar nicht das Thema. Aber wir müssen halt aufpassen, dass die Inflation nicht plötzlich wiederkommen wird. Da dürfen wir nicht zu früh eben die Zinsen senken. Und das halte ich für durchaus typisch für eben die derzeitige Mentalität innerhalb der Fed. Man hat die Angst, die Fehler oder die Dinge oder dass sich die Dinge aus den 1970er, Anfang der 80er Jahre wiederholen, als die Fed die Zinsen gesenkt hat und die Inflation dann wieder kam und dann die Fed nochmal massiv reagieren musste. Neel Kashkari, der hat noch im November 21 gesagt, nee, diese Inflation ist überhaupt kein Problem, die wird von selbst wieder verschwinden. Vor einem Jahr hat er noch gesagt, die Zinsen dürften in einem Jahr bei 1% liegen. Jetzt also sieht er sie bei 5,4%. Da sehen wir geballte Kompetenz. Die kann ich auch meiner zweitbesten Freundin Cathie Wood zubilligen und nochmal in Erinnerung rufen. Wenn man 40% verliert, und die gute Cathie hat ja deutlich mehr verloren mit ihrem ARK ETF, dann muss man 67% gut machen. Wenn man 50% verliert, muss man 100% gut machen. Heute Tesla zum Beispiel im Plus. Es geschehen technische Wunder, meine Damen und Herren, aber es wird nicht reichen. Die gute Cathie wird wahrscheinlich, bis die Fed dann irgendwann ein Einsehen hat, aus der Kurve fliegen. So ist meine Prognose. Und wenn wir schon bei Tesla sind hier, 25. Oktober 2021, da war die Bewertung von Tesla knapp über einer Billion Dollar, damit mehr wert als die anderen 10 größten Autohersteller. Die Tesla-Religionsgemeinschaft hat gerufen, Tesla 15.000 Kursziel. Ich glaube, es war auch Cathie Wood, die dieses Kursziel ausgerufen hat. Und sie haben noch Ende Dezember massiv gekauft, die Tesla-Aktie. Und das war vielleicht nicht so die allerbeste Idee. Also hier sehen wir sozusagen, wie Ideologie, wie Glaube, wie Religiosität, indem man eben wie bei der Religionsgemeinschaft Tesla sagt, ja, da ist ein genialischer Unternehmer, da ist ein Unternehmen, dem gehört total die Zukunft. Das ist immer diese gewisse Totalität, die alles andere nicht gelten lässt und dadurch zu Intoleranz neigt. Und das gilt speziell hier in Deutschland. Da berät sich jetzt der Kanzler mit den Konzernchefs der Autoindustrie. Jetzt haben wir einen neuen VW-Chef Blume, der jetzt nicht mehr ganz so gestrickt ist wie sein Vorgänger, aber auch da wird man eben jetzt darauf dringen, dass komplett der Ausstieg aus den Verbrennern passieren wird. Am deutschen Verkehrswesen wird dann ganz sicherlich die Welt genesen, wenn wir jetzt mit einem weltweiten Anteil des CO2-Ausstoßes von 1,8% ein bisschen weniger CO2 ausstoßen würden, was derzeit ja nicht der Fall ist, weil wir Kohle massiv rauffahren, und dann würde die Welt sofort gesund werden. Nein, entscheidend ist, was die Chinesen und die Inder machen. Da wird sich entscheiden, wie es wirklich weitergeht und nicht, ob wir Deutschen in einer Art Klimareligiosität eben jetzt sofort unsere CO2-Emissionen auf Null stellen. Und so ein bisschen typisch für die derzeitige Mentalität in Deutschland, jemand, den ich an sich gar nicht wirklich schlecht finde, nämlich Harald Welzer, habe viele Bücher gelesen von ihm, ist wirklich teilweise ein brillanter Analytiker, aber eben auch irgendwie ein bisschen verpeilt. Meine Generation, das sind die Fettaugen auf der Suppe, die ihre Generation jetzt auslöffeln muss. Er sagt, die heutige Generation ist für die heute bestehenden, oder die Boomer-Generation ist für die heute bestehenden Probleme verantwortlich. Naja, das ist ein bisschen eine seltsame Aussage. Die vorherigen Generationen sind für den Wohlstand verantwortlich, den jetzt eine offenkundig zu satte Gesellschaft irgendwie aufs Spiel setzt. Unter anderem mit der Aussage, würden die Menschen weniger arbeiten, ginge es allen besser. Wer mit Bewerbern zu tun hat, der weiß, oh, die meisten wollen maximal etwa 25 Stunden die Woche arbeiten. Also man lebt schön aus der Substanz, man ist den Wohlstand gewöhnt, man ist nicht mehr bereit, sich wirklich dafür einzusetzen. Das geht eine Zeit lang gut, aber dann nicht mehr. Und dann kommen solche Gestalten wie Harald Welzer, der, wie gesagt, teilweise sehr kluge Sachen geschrieben hat, aber da bin ich völlig konträr mit ihm. Jetzt haben wir das Glück derzeit, dass wir ja
niedrigere Energiepreise haben, zumindest an den Spotmärkten. Wir sehen Strompreis fällt, wir sehen den Gaspreis fallen. Der Gaspreis jetzt sogar auf dem niedrigsten Stand seit November 2021, also weit vor dem Beginn des Ukraine-Krieges. Das wird aber auf Dauer nicht so bleiben. Warum? Weil wir praktisch ja andere Quellen wie Atomkraft oder Fracking als Energieträger ausschließen. Dementsprechend sind wir auf LNG-Gas angewiesen. Es sei denn, es passiert ein Wunder, dass wir wieder plötzlich Russland ganz lieb haben. Das ist aber sehr unwahrscheinlich. LNG-Gas ist aber selten oder ist schlichtweg schon durch die Transportkapazitäten relativ selten. Dementsprechend wird es eine Konkurrenz geben. Die wird sich jetzt verschärfen, auch mit China, nachdem wieder plötzlich hier die Öffnung passiert ist im Reich der Mitte. Also wenn wir jetzt alles schön abschalten und dann auf Wind und Solar setzen, die Energieträger mit der geringsten Energiedichte, ich muss also sehr, sehr viel Aufwand betreiben, um da etwas rauszuholen, viel mehr als etwa bei Benzin, bei Ölprodukten generell oder eben auch bei Kohle, die dabei die schmutzigste ist und vor allem aus Uran, dann habe ich natürlich vielleicht irgendwann ein Problem, denn es hilft mir nichts, wenn ich eben letztendlich, wie die gute Claudia Kempfert fordert, die Energiewende mit mehr erneuerbaren Energien schafft über Generationen hinweg enormen Wohlstand. Okay, das will ich erst mal sehen. Aktuell zahlen wir den Preis der verschleppten Energiewende und Verkehrswende. Naja, wie wäre es denn sonst gewesen, wenn wir 5000 weitere Windkrafträder morgen hinstellen würden oder keine Ahnung wie viel Solarkapazitäten. Wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint, dann ist andere Energie erforderlich. Und das kann derzeit nur Gas oder Kohle sein. Gas ist teuer, Kohle ist auch nicht billig und vor allem schmutzig. Also da sehe ich wirklich den Sinn nicht. So, das ist letztendlich auch eine, wie Hans-Werner Sinn sagt, eine Art Verschleierung der wahren Kosten eben dieser Erneuerbaren, weil sie eben immer diese Parallelstruktur brauchen. Das wird von den Befürwortern gerne verschwiegen. Ich denke, wir sollten einen Mix machen. Wir sollten uns die Optionen offen halten. Am deutschen Klimawesen wird die Welt nicht genesen. Das wird leider nicht der Fall sein. Und wenn wir uns dann mal hier zum Beispiel die letzte Generation anschauen, da ist man mit einer Kettensäge vor dem BMDV. Der Alltagsgott bringt uns über frisch geteerte und gefestigte Straßen geradewegs in die Klimahölle. Also da sehen wir schon dieses Apokalyptische, was da der Fall ist. Morgen geht die Welt unter, wenn wir jetzt nicht plötzlich ganz schnell Tempo 100 auf den Autobahnen haben. Das ist an sich schon eigentlich ganz witzig, aber es zeigt natürlich diese apokalyptische Handlungsdimension, die Religiosität dieser ganzen Bewegung, die in Deutschland, glaube ich, inzwischen weitgehend Konsens geworden ist im Mainstream. Die Freiheiten, für die Verkehrsminister Wissing und seine Parteifreunde sich aussprechen, werden wir unwiderruflich verlieren, wenn Städte reihenweise unbewohnbar werden, unsere Wirtschaft zusammenbricht und wir nicht mehr genug zu essen haben. Ich glaube, das kommt, wenn die Vertreter der letzten Generation noch mehr Einfluss und Macht haben. Dann wird genau das nämlich passieren. Die Städte werden unbewohnbar, aber nicht wegen dem Klima, sondern weil letztendlich die ganze Geschichte zusammenbricht, nämlich die Wirtschaft, wenn es nach denen geht und vor allem auch die Landwirtschaft. Das sind also Dinge, die so ein bisschen zeigen, wie verquert diese ganze Geschichte derzeit ist. Und ich habe einfach keine Lust, bei diesen verrückten Zeitgeist-Geschichten mitzumachen. In 10, 20 Jahren wird man zurückblicken und sagen, mein Gott, waren die Gaga, das gibt's doch gar nicht. Dass das irgendwie so durchgegangen ist, das ist wirklich eine erstaunliche Entwicklung. Aber wenn man sozusagen innerhalb der Idiotie ist, dann ist es schwer dagegen anzureden. Das wird sich dann eben erst durch die Resultate zeigen. Wahrscheinlich werden wir dann erst im nächsten Winter so ein bisschen die Rechnung dafür bekommen. Dieser Winter ist zu milde, als dass wir die Rechnung dafür jetzt schon bekommen könnten. Hedgefonds, und das ist die erste Artikelempfehlung, wieder zurück zur Finanzthematik. Hedgefonds, der auf den Alles-Crash wettet, steigt 163%. Das ist ein Hedgefonds, der hat frühzeitig erkannt, dass der monetäre Klimawandel eingesetzt hat und ist short in Aktien und Anleihen gegangen. Hochinteressanter Artikel, den ich Ihnen empfehle. Und Tesla, der Crash der Aktie, warum es so kommen musste. Ein wunderbares Video von Maverick of Wall Street, den ich Ihnen ohnehin als einen der besten
Finanzkanäle empfehlen möchte. Das ist die zweite Empfehlung. Aber wir sehen eben, dass durch diese grüne Energiewende Inflation ein dauerhaftes Thema sein wird. Dagegen werden die Notenbanken dauerhaft angehen müssen. Dazu kommt noch Demografie und Entglobalisierung. Und dementsprechend wird es auch für die Märkte weiterhin schwierig bleiben, weil die Zeiten des ultralaxen Geldes erst einmal auf absehbare Zeit vorbei sind. Schauen Sie rein um 20 Uhr zum FOMC-Protokoll. Da werde ich ein bisschen die Headlines thematisieren und sage erst einmal jetzt Servus und ciao.